wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast mit Andreas Mölzer. Die Spirale des Hasses durchbrechen. Da wirft eine Ministerin dem Oppositionsführer vor, dass Blut an seinen Händen klebe, und dieser gibt retour, sie haben Mist im Hirn. Dass diese beiden Politiker, und sie vertreten immerhin maßgeblich zwei relativ große politische Parteien, wohl nie mehr konstruktiv miteinander reden werden können, ist klar. Da gab es keine sachliche Auseinandersetzung, keine Meinungsdifferenz, da gibt es nur persönliche Beleidigung und Kränkung. Und so wie an der Spitze der politischen Pyramide verhält es sich in der breiten Bevölkerung. Da gibt es einerseits für die Geimpften wieder Freiräume, der Lockdown ist zu Ende. Die Ungeimpften hingegen haben weiter Ausgangsverbot. Da sorgt die Regierung offenbar ganz gezielt für die Ausgrenzung immerhin eines Drittels der österreichischen Bevölkerung, und in dieser selbst wachsen die Kluft und der Hass ebenso. In Kreisen der Geimpften, so hört man immer wieder, wächst der Groll über die Ungeimpften, denen sie angeblich die Fortdauer der Pandemie zu verdanken hätten. Und für die Fanatiker unter den Ungeimpften sind die Geimpften gewissermaßen totgeweiht und jene Ärzte, die sie impfen, Mörder. Junge Frauen würden unfruchtbar, junge Männer hätten mit schweren Herzkrankheiten zu rechnen. Und in den sozialen Medien im Internet, dieser Kampfstätte der ungefilterten und unkontrollierten Meinungsbrutalos, wächst der Hass von Tag zu Tag. Und ebenso auf der Straße, wo es wöchentlich zu gewaltigen Demonstrationen jenes Teils der Bevölkerung kommt, die gegen das Zwangsregime der Regierung auftreten. Auch bei ihnen gibt es zumindest an den extremen Rändern Hasserfüllte, und andererseits schlägt ihnen von den Medien und von den etablierten politischen Bereichen her wiederum Hass entgegen. Eine zunehmend gespaltene Gesellschaft also, und dieser Befund ist nicht neu, er ist jeden Tag in den Gazetten nachzulesen und wird von den politischen Exponenten bis hin zum Bundespräsidenten häufig bemüht. Doch wer tut etwas dagegen? Die etablierten Medien schüren diesen Konflikt, die Regierungspolitik ist offenbar von Groll gegen die aus ihrer Sicht Unbelehrbaren geprägt, und die Freiheitlichen, die ja in dieser Frage die einzige Opposition sind, sieht in diesem Alleinstellungsmerkmal breite Massen von Wählern, die für sie zu vereinnahmen sind, von Wählern, zu denen sie zuvor keinen Zugang hatten. Nun ist ein Schneeball, in den Mainstream-Gazetten heißt es ein Eisbrocken, der auf einen Journalisten bei einer Demo geworfen wird, längst kein Bürgerkrieg, und es ist im Grunde bewundernswürdig, wie friedlich diese Großdemonstrationen mit Zehntausenden Menschen verlaufen. Kaum Übergriffe, kaum Sachschäden, kaum Gewalt und keine Eskalation von Seiten der Exekutive, das muss auch beachtet werden. Dennoch ist es für Österreich, das über Jahrzehnte in der Zweiten Republik von friedlicher Konsenspolitik und im Wesentlichen von parlamentarischem Interessensausgleich geprägt war, ein Novum, dass hier Woche für Woche in der Bundeshauptstadt, aber auch in anderen größeren Städten des Landes Zehntausende gegen die Regierung demonstrieren. Dies kannte man allenfalls bei den Donnerstagsdemonstrationen gegen die erste schwarz-blaue Koalition unter Wolfgang Schüssel und von den ultralinken Demonstrationen gegen den Opernball oder den Ball des Wiener Kooperationsrings. Nun kommen diese Demonstrationen aus der Mitte der Gesellschaft und wohl auch von rechts gegen die Regierung und gegen die Mainstream-Medien, denen die Demonstranten Fake News vorwerfen. Das Demonstrationsrecht ist zweifellos ein demokratisches Grundrecht und ein demokratischer Widerstand gegen Zwangsmaßnahmen, wie es die Zwangsimpfung zweifellos ist, ist mehr als legitim. Das ist ein Teil unseres demokratischen Gefüges. Und die Regierung sollte sich überlegen, dass man diejenigen, die auf der Straße gehen, wohl mal 10 hochrechnen müsste, dass hier für 100.000, die demonstrieren, wohl mindestens 1 Million im schweigenden Bereich existiert, die genauso denken. Die gegenseitigen Aversionen, aber der Hass, der dahinter steht, den sollte man nicht weiter wachsen lassen. Diese Spirale des Hasses gilt es ehestmöglich zu durchbrechen. In erster Linie ist hier wohl die Regierung in der Pflicht, die schnellstens einsehen sollte, dass sie nicht jene Teile der Bevölkerung, die nicht bedingungslos ihren Maßnahmen folgt, ausgrenzen und diffamieren darf. Und auch die Corona-Maßnahmen feindliche Opposition wäre gut beraten, eine Politik der Vernunft und des Ausgleichs einzuschlagen. Österreich ist kein Land, das auf Dauer von wechselseitigem Hass beherrscht werden sollte. Wird konservativ, patriotisch, freisinnig, kritisch. Der Zurzeit-Podcast. Kommentare, Analysen, Interviews, Berichte. Jede Woche neu mit den Journalisten von Zurzeit.